mich nicht hetzen, ich bin doch nicht mehr der Jüngste. So, aber jetzt grüßt euch miteinander. Mit meinen 73 Jahren glaube ich natürlich nicht mehr an Geister. Aber dass es das Heilig-Geist-Spital wirklich gibt, das weiß ich ganz genau, weil hier ja mein Bubakist drin ist. Seit 1948 geiste ich hier über die Bühne. Aber das Heilig-Geist-Spital, das gibt es schon viel länger. Ja, so seit Stugger 800 Jahren. Im Jahr 1540 ist das Spital hierher in die Spitalgasse gezogen, weil das namentlich einfach saugut zusammenpasst hat. Über Jahrhunderte wurden hier Kranke gepflegt und noch heute kümmert sich die Stiftung um alte Menschen. Das einzige Problem an der Stiftung ist, dass es fast kein Mensch und schon gar nicht der Kasperl aussprechen kann. Paritätische Hospitalstiftung oder so ähnlich. Ich müsste jetzt schon entschuldigen, aber mein Gosch ist bloß für schwäbische Wörter geschnitzt worden, wie zum Beispiel Strasserbau oder Zwetschgendatschi. Eigentlich müsste man ja meinen, nach so vielen Jahrhunderten wäre hier nicht mehr viel los und kein Mensch interessiert das Hospitalstift mehr. Aber wenn ich mich so umschaue, da ist hier von alt bis jung jede Menge unterwegs. Und neugierig wie ich bin, würde ich sagen, dass wir uns jetzt hier ein bisschen umgucken. Kommt's mit! Und los geht's! Herr Mayer, was fällt Ihnen ganz spontan zum Hospitalstift an diesem Standort ein? Dass sich das Hospitalstift an der Kirche bei St. Margaret befindet. Also wenn ich das Wort Hospitalstift höre, dann denke ich an das wunderschöne Ambiente hier. Und dass man hier arbeiten kann, ist natürlich dann echt super. Wir fahren Fahrzeuge, fahren mit dem Fahrrad, wir pflanzen Tomaten an. Die Tomaten haben wir schon gegessen. Ja doch, also ich fühle mich richtig wohl. Zumal. Mein Zimmer sehr groß ist. Also, da soll noch mal einer sagen, dass wir Augsburger Maulfaul wären. Was den Leuten nicht alles spontan zum Thema Hospitalstiftung einfällt. Huh? Mir fällt zu dem Thema höchstens ein, ob es da nicht ein paar Experten gibt, die wo uns mehr zu dem unaussprechlichen Wort erzählen können. Das ehemalige Heilig-Geist-Spital hat sich im Laufe der Zeit zu einer Pflegeeinrichtung für Seniorinnen und Senioren gewandelt. Wir, die Altenhilfe der Stadt Augsburg, sind Betreiber und Pächter dieses Pflegeheims und stellen damit die Erfüllung des Stiftungszwecks sicher. Im Herzen von Augsburg bieten wir für unsere 156 Bewohnerinnen und Bewohner ein lebenswertes und lebendiges Ambiente an. Wir verbinden den geschichtsträchtigen Bereich mit einer modernen und zeitgemäßen Pflege. Das gesamte Gelände ist mit sehr viel Leben erfüllt. Wir finden den Seniorenbeirat der Stadt Augsburg mit seiner Geschäftsstelle. Wir finden hier das Kreativzentrum mit zahlreichen Angeboten für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger. Wir finden den Arbeiter-Samariter-Bund mit einer Tagespflege für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger und einer großen Kindertagesstätte. Wir finden das betreute Wohnen und nicht zuletzt finden wir die Augsburger Puppenkiste, wo das Kasperle hier und da auch mal vorbeischaut. Die Paritätische Hospitalstiftung bietet Platz für zahlreiche Lebensmöglichkeiten. Alt trifft jung, Tradition trifft auf Moderne, Vergangenheit trifft auf Gegenwart. Wir vom Pflegeheim freuen uns,
zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern ihren letzten Lebensabend so angenehm wie möglich zu gestalten. Also das Team vom Wollmarkt, das Pflegeteam, kann man nur loben. Die sind alle toll und bemüht und wissen, was ich kann und wissen, was ich nicht kann und rufen das auch ab. Das hat auch den Vorteil, dass die mich motivieren und ja, Hilfestellung leisten bei Sachen, die ich nicht kann. Aber da haben Sie ja eine ganz, ganz enge Beziehung auch zu der Stiftung an sich. Ja, doch. Ich war früher im Stiftungsamt beschäftigt und habe da alle möglichen Sachen gemacht. Singkreis und ja, also ich war nachher für alle Heime zuständig, auch hier für das Wahlgerät. Also wir sind seit 2009 hier in der Einrichtung. Wir waren erst in der Spitalgasse und seit Anfang des Jahres sind wir auch im Wollmarkt. Und wir sind wirklich sehr dankbar, dass wir beim Hospitalstift untergekommen sind, denn es waren so viele Kindergartenanfragen für Plätze, dass wir jetzt einfach froh sind, dass wir dort sein können. Und wir nutzen den Hof wirklich täglich. Also die Kinder lieben es, hier Fahrzeuge zu fahren. Gerade die Kinder, die in der Stadt aufwachsen, haben nicht unbedingt die Möglichkeit, sich frei mit Fahrzeugen zu bewegen. Und dann wird es hier sehr extrem genutzt. Okay, den Hof toll. Winkelspielsachen. Weil? Was sind das für Spielsachen? Die Fahrzeuge. Mhm. Und das machen wir besonders gerne hier auf dem Hof, gell? Ja. Und was kann man noch machen? Fußball spielen. Mhm. Was wolltet ihr vorhin von mir? Pferde, Leine. Mhm. Weil mit denen kann man was machen? Pferde spielen. Und was ist noch toll hier am Hof? Fahrzeuge sind schon toll, gell? Rennen geht sehr gut. Und du? Fangen. Und wer gewinnt beim Fangen? Wer ist der Schnellste beim Rennen? Ich bin die Allerschnellste. Du bist die Allerschnellste? Nee, ich. Wirklich? Ich, ja. Müssen wir es vielleicht später noch mal ausprobieren. Ich finde den Hof toll, weil man hier so gut Fahrt fahren kann und weil man hier gut spielen kann und gut Inliner fahren kann. So, jetzt habt ihr alle gesehen, was für eine pfundige Sache der Hospitalstift ist. Und wer wie ich bisher bloß Bleistift oder Filzstift kennt hat, der weiß jetzt, wie wichtig es ist, dass es Menschen gibt, die wo sie für sowas engagieren und einsetzen. Als älterer Lindenholzkopf lerne ich ja nie aus. Und drum würde ich sagen, dass wir einfach zusammen die nächsten 800 Jahre angehen. Ja, mein Bubakist und dir, Achtung, Paritätische Hospitalstiftung. Ihr seht, da steckt schon was drin im Köpfli unter der Zipfelmütze. Und darum würde ich sagen, schaut ruhig mal vorbei, hier in unserem schönen historischen Gebäude. Und jetzt darf ich mich verabschieden mit einem herzlichen Dankeschön, dass ihr die Ehre gehabt habt, meine Bekanntschaft zu machen. Pfiat's euch, Servus!